Seine königliche Hoheit, der Markgraf Max von Baden, umjubelt wie einst seine Vorfahren. Hat vor 100 Jahren so stattgefunden und geht heute auch noch. Und das ist erstaunlich, das muss man sehen. Herrschaftliche Bilder kommen auch heute noch gut an beim gemeinen Volk. Und das Publikum will gewisse Sachen haben. Die Untertanen jubeln, wo immer seine königliche Hoheit mit ihrer Kutsche auftaucht. Und sie stehen stramm, wie in alten Zeiten. Ein Markgraf, das ist was Besonderes. Würde ich schon genießen, wenn es häufiger wäre. Gerade in so Zeiten, wie es jetzt eigentlich relativ unruhig ist in Europa, ist es für die Leute hier vielleicht was Beruhigendes, wenn man mal wieder so feiern hat und mal alle wieder zusammenstehen können. Also wäre nicht schlecht. Im Kinzigtal besucht der Markgraf von Baden auch Haslach. Am Heinrich-Hans-Jakob-Museum empfängt ihn sogar der Hausherr, wenn auch nur verkleidet als der Priester und Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert und begleitet ihn ein Stück in Richtung Zell am Hamersbach. Ich finde es toll. Ich finde vor allem toll natürlich, dass auch seine königliche Hoheit und seine Gemahlin, kaiserliche Hoheit, dass sie nach Haslach gekommen sind, dass sie an dieser Route durchs Badener Land in die Ortenau von der Baar vom Bodensee oben in Haslach Station gemacht haben, um sich an Hans Jakob zu erinnern, was er für die damalige Zeit, für die Vorfahren des heutigen Herrscherhauses bedeutet hat. Reisen mit der Postkutsche sind das Steckenpferd des 81-jährigen Markgrafen. Mit ihr ist er sogar schon bis nach Rom, Wien oder Paris gefahren. Dagegen ist die einwöchige Reise durch Baden-Württemberg eher kurz. Es ist die Erfahrung der Langsamkeit. Und dass die Langsamkeit eben doch eine gewisse Geschwindigkeit ist. Wie dem auch sei, auch in Zell unter Hamersbach warten die Untertanen geduldig auf ihren Markgrafen. Wir könnten mit der Monarchie hier schon leben. Die Monarchie, die ist noch verwurzelt hier im Tal durch die ganze Geschichte. Und seine königliche Hoheit kann sich tatsächlich so fühlen, als ob es die Monarchie immer noch gäbe. Es ist erstaunlich, dass das so, nach so vielen Jahren, dass man doch noch erkannt wird. Die Reise durchs Badener Land hat dem Markgrafen so gut gefallen, dass er bestimmt bald wieder mit der Postkutsche unterwegs sein wird.